Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen aus Hamburg zu unserem heutigen Webinar Aufbereitung flexible Endoskope, Organisation und Notfallkonzept. Ich freue mich, dass wir so viele Zuhörer gewinnen konnten für dieses Webinar und darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Guido Merk. Ich bin bei der Firma Dr. Weigert Key Account Manager für den Bereich Endoskopie, flexible Endoskopie. Und zu meiner Rechten hier ist German Beck. German Beck ist Marketingleiter der Firma Dr. Weigert. Und German Beck hat in seiner früheren Tätigkeit auch ganz viele Schwesternkurse zum Thema Aufbereitung von flexiblen Endoskopen gehalten. Das heißt, dort werden wir sicherlich zu einem fachkundigen Austausch kommen. Also dieses Frühjahr oder als wir Anfang dieses Jahres geplant hatten, wir machen ja häufig auch von Dr. Weigert aus Live-Endotreffs, haben wir ein Live-Endotreff geplant für Rosenheim. Und im März kam dann Corona und dann hat das alle unsere Pläne so ein bisschen durcheinander geworfen und wir haben dann uns überlegt, ob wir die Live-Endotreffs durchführen können dieses Jahr oder nicht. Und wir haben dann gedacht, sicherheitshalber machen wir die online, wir machen die als Webinar, einfach um sicher zu sein. Und die Referenten, die wir angefragt hatten im Anfang des Jahres im Frühling, die haben wir dann gefragt, wärt ihr auch bereit, dass wir das online machen? Und dankenswerterweise haben alle vier Referenten gesagt, jawohl, das machen wir, das ist zwar was Neues für uns, aber das ist ja auch spannend, da mal was Neues zu machen. Was gleich geblieben ist zu den Live-Endotreffs ist, dass Sie zwei Fortbildungspunkte bekommen. Das heißt, wenn Sie angekreuzt haben, Sie möchten ein Zertifikat haben, dann kriegen Sie das nach der Veranstaltung dann von uns zugeschickt. Wir wurden auch angefragt, mehrere Kolleginnen und Kollegen von Ihnen haben angefragt, wir würden das Webinar gerne im Team anschauen und haben dann aber nur eine Anmeldung. Wie können wir das machen? Und das machen wir so, wenn Sie jetzt im Team sich das anschauen und das über den Beamer oder über den großen Bildschirm geht, dann schicken Sie uns einfach nachher die Liste der Teilnehmer rein und dann kriegen alle Teilnehmer, die da dabei waren, ein Zertifikat von uns. Dann möchte ich kurz vorstellen, wen wir als Referenten heute dabei haben. Für den ersten Vortrag haben wir Daniela Schritter. Dr. Weigert ist Chemikerin und sie ist seit 6 Jahren bei Dr. Weigert und sie ist die Produktspezialistin in der Anwendungstechnik für alles, was Endoskopie, flexible Endoskopie und Steckbecken anbelangt. Das heißt, alle Fragen, die Sie haben zur Anwendung unserer Produkte, sei es Kompatibilitäten, sei es auch, dass mal ein Problem entsteht, dass Belege entstehen, das landet alles bei Daniela und Daniela kann Ihnen dann im Zweifel dann eine fachkundige Auskunft geben, woran die Probleme liegen und wie man die beseitigen kann. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Dann haben wir für den zweiten Vortrag, wie gesagt, wir hatten geplant, ursprünglich diesen Endotreff in Rosenheim zu machen. Haben wir 2 Kollegen aus Rosenheim gewinnen können. Einmal ist die Frau Marion Christen. Die Marion Christen ist die stellvertretende Endoskopieleitung in Rosenheim und davor war sie mehrere Jahre Stationsleitung in internistischen Stationen und hat 10 Jahre lang als Pflegedienstleitung in Wassenburg, im Wassenburger Krankenhaus gearbeitet. Dann haben wir den Herrn Ofner. Der Herr Ofner ist Fachpfleger oder war 16 Jahre Fachpfleger in der inneren Intensivmedizin, seit 1997 in leitenden Positionen und seit 2007 ist der Herr Ofner leitet der Herr Ofner die Endoskopie in Rosenheim. Grüß Gott aus Rosenheim. Herzlich willkommen. Hallo. Gut. Hanti Hartig ist bei der Firma Karl Storz. Karl Storz ist ja in Tuttlingen angesiedelt, aber in Berlin ist ein großes Schulungszentrum. Und Hanti Hartig hat viele Jahre lang als Krankenschwester im OP gearbeitet, als OP-Schwester. Dann hat sie mehrere Jahre eine AMP geleitet und ist jetzt bei Karl Storz in der Abteilung RSB. RSB bedeutet Reprocessing, Sterilization and Biocompatibility, Aufbereitung, Sterilisation und Biokompatibilität. Das heißt, alles, was mit Aufbereitung der Karl Storz Endoskope zu tun hat, alle technischen Fragen, die es dazu gibt, alle anwendungstechnischen Fragen, die werden von der Antje Hartig mitbehandelt und Antje Hartig auch, wenn Karl Storz Schulungen macht, dann ist Antje Hartig auch immer ein
integraler Teil dieser Schulungen. Hallo und guten Tag aus Berlin. Gut, dann würden wir gerne starten. Bevor wir loslegen, würden wir gerne Sie noch fragen, dass wir ein bisschen Gefühl kriegen, aus welchem Bereich Sie kommen. Und deshalb haben wir jetzt eine Frage vorbereitet. Ich starte mal diese Abfrage. Aus welchem Bereich im Krankenhaus kommen Sie? In der Endoskopie? Aus der Endoskopie im Krankenhaus oder aus der Endoskopie im niedergelassenen Bereich oder aus dem AMP oder aus der Industrie? Oder aus sonstigen? Ich warte mal noch ein klein bisschen, es bewegt sich noch. Gut, jetzt bewegt sich nicht mehr, alle haben abgestimmt. Dann zeige ich mal die Ergebnisse. Also, wir haben 16%, die kommen aus der Endoskopie im Krankenhaus. 21% kommen aus der Endoskopie im niedergelassenen Bereich. 23% aus dem AMP, 24% Industrie und 16% Sonstige. Das ist ja eine sehr schöne Mischung. Ich denke, da haben wir dann aus allen Bereichen etwas dabei. Bevor wir loslegen, möchte ich Sie auch noch ermuntern, da wir jetzt ja so letztlich eine sehr vielfältige Zuhörerschaft haben, möchte ich Sie bitten, dass Sie gleich, wenn die Vorträge dann laufen, Fragen, die Ihnen auffallen, in den Chat reinschreiben, so dass wir diese Fragen nachher immer in den Pausen zwischen den Vorträgen dann zusammen mit Ihnen beantworten können, dass wir diese Fragen geben wir dann immer gleich an die Referenten weiter. Und schreiben Sie ruhig gleich, während der Vortrag läuft, je früher Sie sie reinschreiben, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass Sie dann sie dran nehmen können. Dann würde ich übergeben an den German Beck und dann gehen wir wieder rüber zur Agenda. Ja, auch nochmal ganz herzlich willkommen von meiner Seite. Wir haben die Sprecher kurz vorgestellt. Wir werden jetzt gleich zum Vortrag kommen von Daniela Schrilka, RDGE-Stillstand, sind Sie vorbereitet? Dann kommen die Fragen aus dem Chat. Da kann ich mich auch nur Guido Merck anschließen, die Fragen entsprechend zu stellen. Ich werde sie bündeln und dann an die Referenten weiterleiten. Dann 16.35 Uhr werden wir dann über die Organisation der Endoskopie des Romit-Klinikums etwas hören von Frau Christen und Herrn Ofner. Wir haben dann wieder Fragen aus dem Chat. Dann kommt der Vortrag von Antje Hartweg, von Karl Storz, fit für das Audit, Vorbereitung auf die Begehung ihrer Endoskopie. Und dann kommt nochmal die Fragen aus dem Chat und eine Zusammenfassung des heutigen Webinares. Ich würde trotzdem auch nochmal eine Frage stellen. Wir haben hier einmal die Abfrage zu dem Notfallkonzept. Und zwar ist die Frage, wie sind Sie auf den Ausfall eines oder mehrerer RDG in Ihrer Abteilung vorbereitet? A, die restlichen RDGEs haben so viel Kapazität, dass sie die zusätzliche Endoskope mit aufbereiten können, notfalls mit Überstunden. B, wir können auf eine RDGE in einer anderen Abteilung ausweichen. Oder C, wenn kein RDGE mehr vorhanden ist, sind wir darauf vorbereitet, manuell zu desinfizieren. Die Umfrage läuft. So, es bewegt sich nichts mehr. Die Umfrage ist beendet. Wir haben 53%, die sagen, die restlichen RDGs haben so viel Kapazität, dass sie die zusätzlichen Endoskope mit aufbereiten können, notfalls mit Überstunden. Das ist schon mal ein sehr gutes Ergebnis. B sind 12%, die sagen, wir können auf ein RDG in einer anderen Abteilung ausweichen. Und 35% C, wenn kein RDGE mehr vorhanden ist, sind wir darauf vorbereitet, manuell zu desinfizieren. Ja, das ist auch schon mal eine sehr gute Einleitung für den Vortrag von Daniela Schricker. Guido Merck hat sie gerade vorgestellt. Schön ist, Daniela Schricker ist 6 Jahre hier bei Dr. Weigert. Und eine Besonderheit ist, sie ist eine der ersten Trainees hier, die bei Dr. Weigert angefangen haben, war 2 Jahre in den verschiedenen Trainee-Ausbildungen der verschiedenen Abteilungen, auch unter anderem Marketing. Und das ist mir eine besondere Freude, sie hier vorzustellen. Daniela Schricker, wir sind gespannt, was du sagst zu deinem Vortrag. RDGE-Stillstand, sind Sie vorbereitet? Ja, herzlichen Dank, German, für die einleitenden Worte. Ich hoffe, man sieht jetzt den Bildschirm. Ja. Gut.
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus zu diesem virtuellen Endotreff. Der nachfolgende Vortrag beschäftigt sich mit dem Thema RDGE-Stillstand. Sind Sie vorbereitet? RDGE steht für Reinigungs- und Desinfektionsgerät für flexible Endoskope. Somit beschäftigen wir uns also im Nachfolgenden mit dem Fall eines Maschinenausfalls und den unterschiedlichen Notfallkonzepten, die man in dem Fall ist die Klärung sinnvoll, ob man intern oder extern an einer anderen Stelle maschinell aufbereiten kann, also beispielsweise in einer AMP-Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte oder ZSVA oder aber extern in einem anderen Haus oder aber inwiefern eine manuelle Aufbereitung vor Ort im Notfall möglich ist. Starten wir mit dem ersten Teil, der internen oder externen maschinellen Aufbereitung an einem anderen Ort. Die Leitlinie Transport zur Ver- und Entsorgung von aufbereitbaren Medizinprodukten, welche 2018 in der Zentralsterilisation veröffentlicht wurde, die bietet eine sehr gute Hilfestellung, um sich näher mit dem Thema befassen möchte. Zur Definition der Übergabe und des Transports ist dabei sinnvoll, sich zunächst folgende Fragestellungen zu stellen und Fragestellungen zu klären. Zunächst einmal, wer übernimmt die Übergabe und wer übernimmt den Transport? Sind da vielleicht externe Dienstleister notwendig? Oder wenn ich intern an einer anderen Stelle aufbereite, kann ich da auf internes Personal auch für den Transport zurückgreifen? Wer sind meine Ansprechpartner in den unterschiedlichen Aufbereitungen, in der anderen Endoskopaufbereitung? Wer ist mein Ansprechpartner zum Thema Logistik? Wie sind die Endoskope zu übergeben und wie erfolgt der Transport? Also wie ist die Vorreinigung der Endoskope erfolgt direkt im Anschluss an die Untersuchung? Und in was für Transportbehältnissen werden die Endoskope dann transportiert, um entsprechend vor äußeren Einflussfaktoren sicher zu sein, geschützt zu sein? Und wie erfolgt auch die Begleitdokumentation? Wie erfolgt die Prüfung auf Schäden während des Transports oder allgemein während der Aufbereitung oder während der Anwendung der Endoskope? Wann und wie häufig erfolgt die Übergabe und der Transport? Das ist insbesondere vor dem Aspekt interessant, dass eine zeitnahe Aufbereitung der Endoskope erfolgen soll. Sodass man sich dann also auch die Frage stellen muss, wie häufig transportiere ich die Endoskope? Wie viele Endoskope kann ich zeitgleich transportieren? Einerseits in Abhängigkeit natürlich von dem Transportbehältnis, mit dem ich den Transport durchführe. Andererseits aber auch vor dem Hintergrund, wie viele Endoskope zeitgleich in der anderen Endoskopaufbereitung eingehen können. Wohin erfolgt der Transport? Also wo genau ist meine externe Aufbereitung? Wo erfolgt die Übergabe? Wo habe ich überhaupt die Stellplätze, um Endoskope entsprechend für den Transport zu übergeben? Und wer hat es wie gemacht? Wie erfolgt die Dokumentation des Gesamtprozesses? Wie dokumentiere ich also die Übergabe, die Vorreinigung, aber auch die nachfolgende Aufbereitung der flexiblen Endoskope? In der Leitlinie ist auch des Weiteren noch ein schönes Flussdiagramm dargestellt. Auch eine sehr gute Hilfestellung, um sich einfach näher mit dem Thema Übergabe und Transport auseinanderzusetzen. Ein zweiter wichtiger Faktor, wenn man extern maschinell aufbereitet, ist die Kompatibilität der eingesetzten Prozesschemikalien. Schauen wir uns zunächst einmal den maschinellen Aufbereitungsprozess von den flexiblen Endoskopen an. Direkt nach der Anwendung der Endoskope erfolgt die Vorreinigung. Bei der Vorreinigung werden die Endoskopkanäle durchspült und die Endoskope von außen abgewischt. Im Anschluss erfolgt dann im Aufbereitungsraum der Dichtigkeitstest, die manuelle Bürstenreinigung, bevor im Anschluss die maschinelle Aufbereitung im RDGE erfolgt. Die dunkelblau markierten Prozessschritte, das sind die Prozessschritte mit Prozesschemie. Das heißt, in meinem eigenen Aufbereitungskreislauf, Aufbereitungsprozess muss ich sicherstellen, dass diese Prozesschemikalien miteinander kompatibel sind. Wenn ich jetzt im Notfall auf einen anderen maschinellen Prozess zurückgreife, kommt da ein zweiter Aufbereitungskreislauf hinzu und ich muss natürlich sicherstellen, dass diese beiden Kreisläufe auch untereinander kompatibel sind. Ja, zunächst haben wir uns bei der internen und externen Aufbereitung an einer anderen Stelle mit den Punkten Transport und Übergabe beschäftigt, sowie der Kompatibilität der Prozesschemikalien. Des Weiteren sind Prozessanweisungen nötig und entsprechende Schulungen,
vom Personal durchzuführen. Entsprechend müssen die Mitarbeiter vorbereitet sein für den Fall der Fälle und wissen, wie in einem solchen Fall umzugehen ist. Und eine Risikobewertung der Situation muss vorliegen. Kommen wir nun zum zweiten Teil der manuellen Aufbereitung vor Ort in der MS-Cook-Aufbereitungseinheit. Zunächst einmal steht in der Krinko B-Farm Empfehlung Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten, die in Deutschland die Endoskopaufbereitung beschreibt und vorgibt. Prinzipiell kann ein Endoskop sowohl manuell als auch maschinell hygienisch korrekt aufbereitet werden. In der Krinko B-Farm Empfehlung steht beschrieben, dass die maschinelle Aufbereitung aufgrund der Standardisierbarkeit zu bevorzugen ist. Allerdings schließt die Krinko B-Farm-Empfehlung die manuelle Aufbereitung nicht aus. Sie weist des Weiteren noch auf die personellen Ressourcen hin, dass es personelle Ressourcen bindet, die manuelle Aufbereitung, und auch Gesundheitsrisiken für das Personal birgt, von daher also der Personalschutz eine wichtige Rolle spielt. Und zudem schreibt die Krinko B-Farm-Empfehlung auch noch, dass entsprechende Standardsarbeitsanweisungen, sogenannte SOPs, auch vorzuhalten sind für die manuelle Aufbereitung. Was für Voraussetzungen sind zu schaffen, um entsprechend manuell im Notfall aufbereiten zu können? Zunächst einmal baulich-räumliche Voraussetzungen. Ich muss mir Gedanken machen über die Gestaltung des Arbeitsraums und des Arbeitsablaufes. Ich brauche eine Trennung der unreinen und der reinen Seite, um entsprechend aufbereitete Endoskope nicht direkt wieder zu rekontaminieren. Ich muss mir Gedanken über die Anzahl an Becken machen. Ich habe ja so oder so in meiner Endoskopieaufbereitung Vorreinigungsbecken für die manuelle Bürstenreinigung, aber ich benötige des Weiteren noch Becken für die Schlussdesinfektion als auch für die Schlussspülung im Endeffekt. Und ich benötige zudem Arbeitsflächen, um zum Beispiel auch die Endoskope nach der Schlussspülung zu trocknen. Ich benötige die Wasserqualitäten vor Ort für die Schlussspülung und auch eine entsprechende Trocknung muss möglich sein. Organisatorisch benötige ich Arbeitsanweisungen für die manuellen Aufbereitungsschritte unter Berücksichtigung der Instruction for Use, also der Gebrauchsanweisung der Endoskophersteller. Ich benötige gegebenenfalls Zubehör, Dosierhilfsmittel für manuelle Desinfektionsmittel beispielsweise, Wasserfilter, um einige Beispiele zu nennen. Ich benötige die Prozesschemikalien und die Dokumentation hinter diesen Prozesschemikalien. Und der manuelle Aufbereitungsprozess muss im Qualitätsmanagement auch widergespiegelt sein. Personell, die Krinko B-Farm auch benötige die Ressourcen für die manuelle Aufbereitung, die Verantwortlichkeiten müssen geklärt sein und die Mitarbeiter entsprechend qualifiziert sein, also Schulungen durchgeführt worden sein. Zudem ist auch der Personalschutz wichtig, um hier einige exemplarische Voraussetzungen zu nennen. Kommen wir nun zu den Prozesschemikalien für die manuelle Endoskopaufbereitung und hier möchte ich zunächst noch mal einmal den maschinellen Endoskopkreislauf zeigen und im Vergleich hierzu den manuellen Endoskopaufbereitungskreislauf. Und wie man sieht, sind die ersten Aufbereitungsschritte identisch. Direkt nach der Anwendung der flexiblen Endoskope folgt der Vorreinigungsschritt direkt im Untersuchungsraum, bevor dann der Dichtigkeitstest und die manuelle Bürstenreinigung folgen. Das heißt, für diese Prozessschritte habe ich so oder so in meiner Endoskopieaufbereitungseinheit schon entsprechende Prozesschemikalien vorhanden. Das heißt, wichtig für ein Notfallkonzept ist das manuelle Desinfektionsmittel und sich darüber also Gedanken zu machen. Hinsichtlich der Prozesschemikalien wollen wir uns daher im Folgenden auf die manuellen Desinfektionsmittel konzentrieren. Was für ein Wirkspektrum benötige ich für die Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte? In der Anlage 8 der Krinko B-Farm-Empfehlung Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung flexibler Endoskope und endoskopischem Zusatzinstrumentarium steht beschrieben, es sind nur Desinfektionsmittel mit nachgewiesener bakterizider, virozider und fungizider Wirksamkeit zu verwenden. Konkretisiert wird das Ganze im allgemeinen Teil der Krinko B-Farm-Empfehlung. Da steht nämlich drin, für die abschließende Desinfektion von semikritischen Medizinprodukten müssen die verwendeten Desinfektionsverfahren nachweislich bakterizid, einschließlich Mykobakterien, fungizid und virozid sein. Das heißt, hier ist das Wirkspektrum vorgegeben.
Desinfektionsmittel sind in Europa gemäß europäischen Prüfmethoden zu testen. Die EN14885, die stellt die Übersicht dar über die zutreffenden Prüfmethoden, Prüfnormen, ISO-Standards und europäische Standards für Instrumentendesinfektionsmittel, also für diese Medizinprodukte. Beispielsweise die Bakterizidie hier oben zu sehen, ist gemäß 13727 und 14561 zu testen. Interessant ist, dass neue Prüfmethoden kürzlich rausgekommen sind für die Virozidie, die ist jetzt gemäß der 17111 zu testen und die Sporizidie gemäß der 17126. Also hier diese Neuerungen sind von den Prozesschemikalienherstellern umzusetzen, sodass sich also hier auch eine Frage beim Prozesschemikalienhersteller mal lohnt, inwiefern da die Gutachten entsprechend auch vorliegen. Kommen wir nun zur Auswahl. Wie wähle ich ein geeignetes manuelles Desinfektionsmittel für meine Endoskopie aus? Zunächst einmal muss das Wirkspektrum natürlich gegeben sein. Wie bereits gerade eben erwähnt, es muss die Bakterizide, Mykobakterizide, Fungizide und Virozide Wirksamkeit abgedeckt sein und entsprechende Gutachten beim Prozesschemikalienhersteller vorliegen. Als Wirkstoffe kommen dann Aldehyde und PS-Säure in Frage. Das hängt stark davon ab, was ich für andere Prozesschemikalien einsetze in meinem Aufbereitungskreislauf. Da muss ich die Kompatibilität zwischen den Prozesschemikalien sicherstellen. Die Anwendungsbedingungen sind von Interesse. Konzentration, Einwirkzeit und Temperatur des manuellen Desinfektionsmittels. Hier ist insbesondere die Einwirkzeit natürlich relevant und interessant, um die Endoskopie, den Endoskopieablauf und die Endoskopieuntersuchung nicht zu verzögern und zu gefährden. Es gibt Flüssigkonzentrate und Feststoffe auf dem Markt und die Basis ist natürlich, dass das Produkt, das manuelle Desinfektionsmittel für die Anwendung bei flexiblen Endoskopen ausgelobt ist und entsprechend die Materialverträglichkeit sichergestellt ist. Kommen wir nun zu häufigen Fehlern bei der manuellen Schlussdesinfektion. Die Instrumente sind nicht vollständig eingetaucht oder benetzt. Bei Endoskopen ist es wichtig, dass man sämtliche Kanäle auch flutet, um überall das Desinfektionsmittel und die Desinfektionsleistung sicherzustellen. Mechanische Beschädigungen durch das manuelle Aufbereiten hat man natürlich mehr manuelles Handling, mehr manuelle Schritte, sodass also hier auch durch Anstoßen oder ein Fallenlassen eher mal passieren kann und die Endoskope beschädigt werden können. Die Anwendungsempfehlungen, wenn die nicht eingehalten werden, hat man da entsprechende Fehlerquellen, beispielsweise wenn die Temperatur zu niedrig ist, den Kältefehler oder bei zu niedriger Konzentration oder zu geringer Einwirkzeit. Da ist immer wichtig, dass man sich entsprechend die Anwendungsempfehlungen vom Prozesschemikalienhersteller im Produktmerkblatt anschaut und entsprechend die Bakterizide, Mykobakterizide, Fungizide und Virozide Wirksamkeit sicherzustellen. Wenn man zu viel Spülwasser einträgt und somit eine Verdünnung der Desinfektionsmittellösung hat oder aber sich der Aktivwirkstoff im Laufe der Zeit abbaut, insbesondere bei hohen Temperaturen, beispielsweise die PS-Säure unterliegt einem natürlichen Zerfall, sodass also hier dann auch kritisch zu hinterfragen ist, wie lange die Anwendungslösung verwendet werden kann. Weitere Fehlerquellen sind Wechselwirkungen mit anderen Substanzen. Zum Beispiel den Eiweißfehler, wenn man noch Anschmutzung mit in die Desinfektion verschleppt, also keine gründliche Reinigung durchgeführt hat. Oder bei der Seifenfehler bei einer Verschleppung eines Reinigungsmittels in die Desinfektion. Und es kann auch sein, dass man Inkompatibilitäten zwischen den Prozesschemikalien hat. Wichtig dabei ist, dass Wechselwirkungen zwischen Alkylaminen und Biguaniden mit Aldehyden bekannt sind. Man sollte also nicht Alkylamin oder Biguanide mit Aldehyden kombinieren. Ansonsten kann es zu einer bräunlichen Belagsbildung kommen. Hier sieht man das mal bei einem Zubehörkorb, der aufbereitet wurde in der Vorreinigung mit Acrylamin und die anschließende maschinelle Aufbereitung mit Aldehyden erfolgt ist. Und da kam es zu einer bräunlichen Belagsbildung an dem Zubehörkorb. Hier sieht man noch mal eine Wischprobe aus einem RDGE, ebenfalls mit diesen bräunlichen Belegen. Kommen wir nun noch mal einmal ganz kurz zu den Prozesschemikalien für die manuelle Vorreinigung und Bürstenreinigung. Da sind zum einen Reiniger im Einsatz und im Markt verbreitet enzymatisch, tensidhaltig, in pH-neutraler oder aber auch mildalkalischer Einstellung. Und es gibt desinfizierende Reiniger andererseits. Die haben den Aktivwirkstoff Quaterammoniumverbindung, sogenannte QAV, Alkylamine, Biguanide oder auch PS-Säure. Wie gerade eben bereits erwähnt,
sollte man aufpassen bei Acrylamin und Biguaniden, dass man da keine Schlussdesinfektion mit aldehydhaltigen Produkten vornimmt. An dieser Stelle möchten wir nochmal die PS-Säure hervorheben. Die desinfizierenden Vorreiniger im Markt sind häufig auch für die manuelle Schlussdesinfektion ausgelobt. Das heißt, in dem Fall hätte man bereits ein Notfallkonzept, sofern man solche Produkte für die Vorreinigung einsetzt, bereits ein Notfallkonzept für die manuelle Schlussdesinfektion im Haus als Produkt. Ja, kommen wir nun zum Resümee der Zusammenfassung. Wie bereite ich mich optimal für einen RDGE-Ausfall vor? Zunächst einmal kann ich mir die Frage stellen, inwiefern bereite ich extern oder intern maschinell notfalls auf oder aber manuell für den Fall, dass ich nicht auf andere RDGE in meiner eigenen Endoskopie-Einheit zurückgreifen kann. Bei der externen oder internen maschinellen Aufbereitung an einem anderen Ort ist zunächst der Transport und die Übergabe zu klären und näher zu definieren. Bei der manuellen Aufbereitung ist es wichtig, dass man ein manuelles Desinfektionsmittel für die Schlussdesinfektion semikritischer Medizinprodukte vorrätig hat, die Haltbarkeit entsprechend auch sichergestellt ist und auch der Mengenbedarf gedeckt ist. Grundsätzlich sind Risikobewertungen der Situation vorzunehmen und wichtig. Die Prozesschemikalienkompatibilität der unterschiedlichen Aufbereitungsprozesse ist zu klären und entsprechende Arbeitsanweisungen müssen vorliegen für die Mitarbeiter und die Mitarbeiter entsprechend geschult sein. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe für Rückfragen gern zur Verfügung. Gerne auch sonst, falls Sie später noch Fragen haben, gerne auch per Mail. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, Daniela, für den sehr interessanten Vortrag. Ich sehe auch, die ersten Fragen sind reingekommen. Die darf ich gleich mal an dich weiterreichen. Die erste Frage lautet, mit wie viel Prozesschemie spülen die Anwender am Untersuchungsturm das Endoskop? Ich glaube, hier meint man natürlich die Menge, nicht die Prozesschemie, weil wir nehmen ja kein Konzentrat. Aber vielleicht kannst du hierzu eine Antwort erstmal geben. Mit wie viel Menge an Prozesschemie? Also da werden im Allgemeinen, also wir als Prozesschemikalienhersteller empfehlen, da dieselben Konzentrationen einzusetzen, wie für die manuelle Bürstenreinigung. Also wenn man da mit einem Reinigungsmittel arbeitet, entsprechend da von der Konzentration her das Ganze gleich zu verwenden. Mhm. Ich glaube, hier ist die Menge nochmal gemeint, halber ja. Liter bis ein Liter. Also meistens wird dann halber Liter genommen, der durchgespült wird. Genau, das hängt aber auch stark vom Endoskop ab, wie viele Kanäle man hat, die man durchspülen muss. Also oder je nachdem vom Kanaldurchmesser besser gesagt. Genau. Ja. Ja, dann kommt noch eine zweite Frage rein. Muss man für jedes Gerät eine neue Lösung ansetzen? Es kommt ein bisschen darauf an, inwiefern wir hier vom Reinigungsschritt sprechen oder auch vom Desinfektionsschritt. Grundsätzlich schreibt ja die Krinko B-Farm, sowohl bei der Reinigung als auch bei der Desinfektion ist das mindestens arbeitstäglich zu erneuern. Ist bei der Reinigung, da kommt man, ja, es ist ein schwieriges Thema, das wird weit diskutiert. Einige Anwender erneuern die Anwendungslösung von Reinigungsmitteln nach jedem Endoskop. Ich würde mich jetzt andere, wie gesagt, beziehen sich auf die Krinko-Bierfarm-Empfehlung, wechseln es nicht so häufig. Ich würde mich jetzt erstmal auf die Desinfektion beziehen. Und da ist es so, dass man da also sich an die Herstellerangaben halten sollte. In den Produktmerkblättern sind häufig Angaben gemacht, wie oft die Anwendungslösung, wie lange die stabil ist, wie oft sie zu erneuern ist. Aldehydhaltige Produkte sind in der Regel arbeitstäglich, zumindest von uns zu erneuern. PS-Säure, die unterliegt einem natürlichen Zerfall. Da muss man schauen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, die Faktoren, wie hoch ist die Ventilation, wie ist auch die Temperatur und allgemein der natürliche Abbau im Laufe der Zeit vor Ort unter den Anwendungsbedingungen. Und da gibt es aber auch häufig Teststreifen, sodass man das Ganze testen kann, die Stabilität. Mhm. Okay. Hast du noch eine Frage bekommen? Nee, ich denke, dann gehen wir zum nächsten Thema. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu den nächsten Vortragenden. Das sind Marion Christen und Andreas Ofner vom Rohmed-Klinikum Rosenheim. Wie Guido Merck sie ja vorgestellt haben und aus dem Lebenslauf sehen Sie, das sind gestandene Praktiker. Und ich freue mich auf den Vortrag Organisation der Endoskopie des Rohmed-Klinikums Rosenheim. Bevor wir aber loslegen, hätten wir auch hier noch mal eine Umfrage, die wir Sie gerne fragen möchten, dass wir so ein bisschen Querschnitt sehen, wo die RDGEs heutzutage in der Endoskopie stehen. Deshalb die Frage, wo stehen Ihre RDGEs? Stehen die in der Endoskopieabteilung oder nahe in der Endoskopieabteilung oder stehen die unten im AMP?
Da ist Bewegung, dann gibt es das so, jetzt bewegt sich nicht mehr. Ich glaube, jetzt haben wir das Ergebnis. Und wir sehen, 80% der RDGE stehen in der Endoskopieabteilung nach wie vor, vermutlich, weil einfach der Transport zu lange dauert. Und 20% stehen wirklich physisch in der AMP. Ja, das ist eine sehr interessante Zahlenverteilung. Herzlichen Dank für Ihr ehrliches Feedback. Und dann würde ich sagen, starten wir mit Marion Christen und Herrn Andreas Ofner. Ja, vielen Dank. Grüß Gott nochmal aus Rosenheim. Ich freue mich, dass ich zusammen mit Frau Christen, meiner Stellvertretung, Ihnen ein bisschen die Organisation der Endoskopie in Rosenheim darbringen kann. Warum haben wir das als Thema genommen? Wir haben die Endoskopie unterliegt seit langem einer stetigen Entwicklung. Und wir haben gerade in den letzten paar Jahren, also gerade von 2016 bis 2019, doch einen erheblichen Zuwachs an gastroenterologischen Untersuchungen bekommen, von ca. 6.000 auf 9.000 Untersuchungen. Das ist ganz schön erheblich. Das hat zum einen mit dem Chefarztwechsel zu tun. Professor von Delius hat sehr viele, ein vielfältiges Angebot an endoskopischen Untersuchungen aus rechts der Isar mitgebracht. Zum anderen mussten wir auch vom Stellenplan her den ganzen Aufwand gerecht werden. Und wir haben es geschafft, uns mit 16,5 Stellen jetzt für 2020 zu platzieren. Und diese ganzen Faktoren haben uns vor große Herausforderungen gestellt. Und die wollen wir jetzt im Detail ein bisschen in die Nähe bringen. Frau Christen. Okay, ja, auch von meiner Seite her ein herzliches Grüß Gott. Ja, die Herausforderungen der letzten Jahre, die waren erheblich. Wir haben vor 5,5 Jahren eine komplett neue Endoskopieabteilung bezogen. Wie der Herr Ofner schon sagte, wurden auch die Untersuchungszahlen erheblich angehoben und es gab uns gerade als Leitungen doch stellte große Herausforderungen an uns. Zum einen sind die Faktoren zu beachten, die Organisation betreffen, das Personal, dann die baulichen Gegebenheiten, die gesetzlichen Vorgaben, die zu beachten sind, die Ausstattung der Abteilung und der Räume, zentrale Dienste, die unterstützend wirken können und die Interventionen, die in der Abteilung durchgeführt werden. Zum Personal ist zum einen zu sagen, dass es um den entsprechenden, dass man sich Gedanken machen muss um den entsprechenden Personalmix. Zum einen geht es da um die Arbeitsplätze, die mit unterschiedlichen Qualifikationen zu besetzen sind. Das kann sein, dass im Bereich der Anmeldung mehr medizinische Fachangestellte eingesetzt sind, in den Assistenzbereichen dann OTAs oder Gesundheits- und Krankenpflegekräfte und auch medizinische Fachangestellte. Dann haben wir hier noch den Aufwachraum zu besetzen und natürlich dann auch noch die Aufbereitung, die bei uns allerdings jetzt seit 2,5 Jahren in den Händen der AMP liegt, was aber trotzdem immer noch uns in gewisser Weise betrifft und wir das nicht ganz komplett aus der Hand geben wollen. Also geht es darum, welche Qualifikationen benötige ich wofür? Da geht es ja schon mal um die Vorgaben auch für die Endoskopieassistenz, was die S3-Leitlinie zur Sedierung in der Gastroenterologie angeht. Dann den Sachkundekurs für die Aufbereitung und den Strahlenschutzkurs. Zum anderen ist bei der Planung und Organisation auch noch zu bedenken, welche Kompetenzen die einzelnen Untersucher haben. Ob jeder jede Untersuchung durchführen kann oder ob hier auch spezielle Anforderungen noch gegeben sind, ob jemand noch Unterstützung braucht von einem erfahrenen Arzt. Also das sollte auch in der Planung und Organisation mit berücksichtigt werden. Dann kommen wir zu den baulichen Gegebenheiten. Welcher Raum ist wofür geeignet? Da ist natürlich in der Endoskopie im Vordergrund der Strahlenschutz. Kann ich in jedem Untersuchungsraum röntgen? Oder muss ich auf spezielle eingeschränkte Räume zurückweichen? Dann ist die Frage, habe ich eine zentrale Lagerhaltung? Das heißt, ist alles vor Ort? Oder ist es, wie ich es auch in der einen oder anderen Hospitation schon erlebt habe, das Hauptlager etwas weiter entfernt, sodass ich mir nur die Materialien, die ich für den täglichen Gebrauch benötige, hole?
und ansonsten, wenn etwas nicht vorhanden ist, weitere Wege zu vollbringen habe. Dann geht es um die Aufwachraumkapazitäten. Wie groß ist der Aufwachraum? Wie viele stationäre und ambulante Kapazitäten sind vorhanden? Und auch noch bei den baulichen Gegebenheiten, wie planen wir die ambulanten Untersuchungen? Besteht hier ein Umkleidebereich, wo jeder Patient seinen Spind hat? Ziehen sich die Patienten im Untersuchungsraum um? Gibt es eine separate Umkleide dort? Das sind also alles Dinge, die zu beachten sind. Bei uns ist es so, dass wir in jedem Raum zum Beispiel röntgen können, dass wir eine zentrale Lagerhaltung in der Abteilung haben. Das heißt, wir verfügen über kurze Wege. Die Aufwachraumkapazitäten betragen 6 stationäre Betten und 3 ambulante, sodass wir also auf 9 Aufwachraumplätze kommen. Und die Patienten ziehen sich bei uns in einer eigenen Umkleide im Untersuchungsraum um. Dann geht es noch um die Aufnahme der ambulanten Patienten. Ist diese Aufnahme zentral geregelt, wie ich es auch schon erlebt habe, dass die Patienten über eine zentrale Aufnahme, wenn alle Formalitäten erledigt sind, in die Abteilung kommen, oder wird die Aufnahme vor Ort durchgeführt? Wir haben uns bei der Einführung oder bei der Eröffnung der neuen Abteilung dafür entschieden, dass die Aufnahme in der Abteilung stattfindet, weil dann die Patienten einfach kurze Wege haben, nicht im Haus noch durch diverse Flure geschickt werden, so wie es vorher bei uns war, sodass die Patienten einmal in die Abteilung kommen und dann auch vor Ort bleiben. Das hat sich bei uns jetzt eigentlich so bewährt. Dann sind die gesetzlichen Vorgaben natürlich noch ausschlaggebend für die Organisation in der Endoskopie, sprich diverse Leitlinien, arbeitsrechtliche Richtlinien, die RKI-Richtlinien eben gerade zur Aufbereitung von Endoskopen und die Leitlinien der Fachgesellschaften, wie schon erwähnt, die S3-Leitlinie zur Sedierung. Dann, wie auch schon im vorherigen Vortrag von der Frau Schricker erwähnt wurde, der Personalschutz, da ist die TRBA 250 zu beachten und die gesetzlichen Vorgaben zu den Medizinprodukten, also gerade Aufbereitung, Anwendung und so weiter und natürlich Strahlenschutz und noch viele andere Vorgaben, die eben bei der Organisation und Umsetzung zu beachten sind. Dann geht es um die Ausstattung. Da geht es natürlich zum einen mal darum, wie viele Endoskope welcher Art sind vorhanden, sprich wie viele Untersuchungen in welchem Zeitraum kann ich durchführen und ist die Raumausstattung für alle Interventionen geeignet, wie vorher schon erwähnt, zum Strahlenschutz. Aber da geht es auch noch um spezielle Prozessoren, zum Beispiel bei den ERCPs. Ist ein Spice-Code-Prozessor vorhanden? In welchem Raum können diese Untersuchungen durchgeführt werden? Ist ein CO2-Insufflator in jedem Raum vorhanden? Kann ich in jedem Raum koloskopieren oder muss ich da auch spezielle Räume ausweichen? Und kann ich auch die endosonografischen Untersuchungen in jedem Raum durchführen? Sind die entsprechenden Anschlüsse und Vorgaben von der EDV eben auch vorhanden? Das sind alles Dinge, die die Ausstattung betreffen. Und dann haben wir eben noch die zentralen Dienste, die auch eine gewisse Auswirkung haben auf unsere Organisation. Die Aufbereitung, wie schon erwähnt, liegt in den Händen der AIMP. Dann geht es beim Aufwachraum, gibt es auch die Möglichkeit, den zentral zu organisieren, wie es viele Kliniken machen. Habe ich auch bei der einen oder anderen Hospitation kennengelernt, dass zum Beispiel der Aufwachraum genutzt wird von der Endoskopie, vom Herzkatheter und von einem anderen ambulanten OP und dieser Aufwachraum dann von den Pflegekräften der Anästhesie betreut werden. Also auch da gibt es die Möglichkeit, den zentral zu betreiben. Zur Anmeldung hatte ich vorher schon was erzählt und dann den Patiententransport. Geht es darum, dass die Station oder die Mitarbeiter der Station den kompletten Patiententransport übernehmen? Oder gibt es einen zentralen Patientenservice, der die Transporte übernimmt? Bei uns ist es jetzt so im Haus, dass wir einen zentralen Patientenservice haben, der über ein Computersystem informiert wird und dann die entsprechenden Mitarbeiter mit der geforderten Qualifikation für den Transport
diesen auch durchführen. Und dann haben wir noch eben die zentralen Geschichten wie Materialwirtschaft und Apotheke, wie es natürlich in jedem Haus notwendig ist. Und dann geht es natürlich bei der Organisation noch um die Interventionen. Welche speziellen Materialien müssen vorgehalten werden, in welcher Menge? Wie viel kann ich einplanen und wie sieht die interdisziplinäre Zusammenarbeit aus, zum Beispiel mit den Intensivstationen, mit OP oder Anästhesie? So. Okay, der nächste Punkt in unserer Organisation ist der große Punkt der Mitarbeiterzufriedenheit. Wie schafft man das, dass man diesen Boost an Arbeit in der gegebenen Zeit abarbeiten kann? Und da haben wir uns die Frage gestellt, eben wie bringen wir das zusammen, eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit mit einer hohen Qualifikation. Es hat sich so ergeben, muss man auch sagen, in den letzten Jahren, dass man schon immer vorher über den Untersuchungsablauf für den nächsten Tag gesprochen hat. Wir haben das jetzt so perfektioniert, möchte ich fast sagen, dass die Untersuchungen grob vorgeplant werden. Im Untersuchungsraum, am Tag der Untersuchung, findet da zusammen mit dem Untersucher, der einem festen Raum zugeteilt ist, und auch dem Endoskopiepersonal, das dem festen Raum zugeteilt ist, das Feintuning statt. Hier kann nochmal durchgesprochen werden, welche Untersuchungen machen wir, in welcher Reihenfolge, in welcher Dringlichkeit, die zum Teil schon festgelegt war, aber zum Teil noch frei ist. Und man ist ständig Änderungen unterworfen, weil ein Patient nicht ordentlich abgeführt ist, weil ein Patient noch keine Einverständniserklärung hat, weil vielleicht ein ambulanter Patient sich verspätet hat. All diese Dinge werden im Untersuchungsraum direkt geklärt. Und wenn es in diesem Untersuchungsraum nicht zu klären ist, dann wird es gleich im Untersuchungsraum, wird Kontakt aufgenommen mit dem Untersuchungsraum daneben und wird über einen kurzen Weg geklärt. Wir haben selber schon versucht, das über einen Koordinator, der das von außen regelt, aber der ist mit der Information immer zu spät dran und das führt eigentlich zur Verwirrung der Leute im Untersuchungsraum. Und irgendwann fühlen die sich rumgeschickt und rumkommandiert und das ist nicht gut für die Arbeitszufriedenheit. Außerdem fördert der Umstand, dass die das selber planen können, auch die Kreativität. Und sie haben das Gefühl, selber was zu machen und aktiv an dem Prozess beteiligt zu sein und nicht nur Erfüllungsgehilfe für diesen Wust an Anforderungen zu sein. Das beinhaltet auch eine selbstständige Pausenplanung. Es führt auch wieder zu mehr Mitarbeiterzufriedenheit. Demgegenüber kommen eben also eine zentrale Planung über einen einzelnen Koordinator stellen, das aus unserer Sicht und hier in Rosenheim nicht zum Tragen kommt. Auch in einer Mitarbeiterbefragung ist herausgekommen, dass sie doch mehr selbst gestalten wollen. Und so haben wir uns entschieden, das auch so zu machen. Und das sieht man ja, wir haben es geschafft, von 6.000 Untersuchungen jetzt auf 9.000 Untersuchungen uns zu steigern. Das ist eine tolle Leistung. Genau. Okay. Gut, dann stelle ich mal kurz die Aufteilung der Räume in unserer Endoskopie vor. So, hier ist es auch beschrieben. Also zum einen habe ich ja schon erwähnt, wir haben einen Empfangsbereich, wo die Mitarbeiter eben zuständig sind für die Aufnahme der Patienten und die Terminierung für die ambulanten Patienten auch durchführen oder für die ambulanten Untersuchungen. Dieser Empfang ist mit 2 Mitarbeitern besetzt, da kommen wir nachher dann auch nochmal drauf. Dann haben wir den Wartebereich, der vor der Corona-Pandemie durchmischt war mit wartenden Patienten und denen, die nach der Untersuchung noch circa 30 Minuten in unserer Obhut bleiben sollten, nach dem Aufwachraum. Das wurde also jetzt aufgeteilt. Wir haben jetzt einen getrennten Wartebereich und einen getrennten Nachsorgebereich für die ambulanten Patienten.
Dann verfügen wir über 4 Untersuchungsräume, wobei 3 hauptsächlich gastroenterologisch genutzt werden und einer pneumologisch, wobei in allen 4 Räumen auch alle 2 Fachrichtungen bedient werden können. Dann einen Aufwachraum mit 9 Überwachungsplätzen, einen zentralen Lagerraum, einen Geräteraum, in dem zusätzliche Prozessoren, RFA-Gerät und so weiter, Checkbeatmungsgerät für die Pneumologie und so weiter dann stehen. Dann verfügen wir über 2 Entsorgungsräume, einen kombinierten Raum, der als Arztzimmer und Büro für die Leitungen funktioniert. Die Ärzte besprechen hier die Untersuchungsergebnisse mit den Patienten und führen auch die Aufklärungen durch, und ansonsten steht uns der Raum zur Verfügung. Dann gibt es einen Sozialraum für die Pausen der Mitarbeiter und den ERCP-Raum, den teilen wir uns mit der Radiologie, wobei wir den vornehmlich benutzen. Und die Aufbereitung, die ja jetzt seit 2,5 Jahren von der AEMP übernommen wird, verfügt über einen komplett getrennten reinen und unreinen Bereich. Und auch die Entnahme der Endoskope aus den Trockenschränken ist nochmal getrennt vom reinen Bereich. Gut. Gut, dann kommen wir zur Personalstruktur, zur Tagesbesetzung. Wie gesagt, wir haben 4 Untersuchungsräume, die sind alle mit einem Arzt besetzt. Die gastroenterologische Seite hat zusätzlich noch einen Backup-Arzt, der uns unterstützt, eingeteilt. Und somit haben wir 5 Ärzte, also eigentlich sind es meistens sogar mehr, weil auch Lernende dabei sind, 5 Ärzte in der Abteilung. Der Empfang. Unser Empfang ist mit 2 MFAs besetzt, die alle ambulanten Patienten betreuen vor der Untersuchung und nachdem sie den Aufwachraum verlassen haben. Die MFAs organisieren unser MVZ, das einen Praxisbetrieb gleicht. Vergibt ambulante Termine fürs Aufklärungsgespräch und für Untersuchungen und macht zugleich noch an 3 Tagen der Woche H2-Artentests. Dann haben wir einen Untersuchungsraum, der ist mit 2 Endoskopiekräften besetzt. Eine Endoskopiekraft für die Propofol-Sedierung. Wir sedieren fast ausschließlich nur mit Propofol. Und eine Endoskopie-Assistenzkraft für die Assistenz. Hier muss man sagen, hat das Coronavirus bezüglich der Hygiene ein Brennglas auf die persönliche Schutzausrüstung gelegt. Auch das war ein Grund für eine strikte Trennung von Sedierung und Assistenz. Und mit diesem Argument konnten wir auch bei der Geschäftsführung, bei den Erkämpfen unserer Planstellen punkten. Unser Aufwachraum ist durchgängig in der Kernarbeitszeit mit einer Fachkraft, die einen Sedierungskurs hat, besetzt. Dann haben wir einen Organisationsdienst, der in der Regel durch die Leitung besetzt ist. Er leitet die tägliche Morgenbesprechung des Teams, bespricht die Planung des Tages mit den Ärzten, also die letzte Grobplanung im Prinzip, und zum Teil geht es auch schon ein bisschen in die Feinplanung, die aber hauptsächlich in den Untersuchungsräumen stattfindet, ist Ansprechpartner für die Organisation von Notfalluntersuchungen, also alles, was, wenn der Betrieb schon angelaufen ist, auf die Station, auf die Endoskopie an Untersuchungen zukommt, an schauen, was für Räume wir nutzen können, wann die Angio frei ist für die ERCPs, wann wir in die mitdringlich Untersuchungen auf der Intensivstation sind und so weiter, wenn es nicht schon mit dem Arzt besprochen ist. Der Orga-Dienst begleitet auch bei schwierigen Untersuchungen die Assistenz in den Räumen und unterstützt das Team, wenn es gerade brennt, und manchmal kann es auch sein, dass der Untersuchungsraum sich nicht selbst organisieren kann. Wenn er das meldet, dann wird er auch hier unterstützt. Wir haben einen Spätdienst. Der Spätdienst ist Teil der Pausenablöse. Er sorgt dafür, dass Pausen eingehalten werden können. Bereitet Außeneinsätze vor auf Intensiv, im OP,
bereitet auch schon vor für RCP-Untersuchungen. Da sind wir räumlich etwas getrennt, haben wir also einen weiteren Weg zu gehen in die Radiologie. Dann ist der Spätdienst Ablöse für kürzere Dienste. Wir haben kürzere Dienste, sie gehen zum Teil schon um 14 Uhr, manche um 15 Uhr nach Hause, da wird abgelöst. Dann, was noch sehr wichtig ist und auch sehr gut angenommen ist, ist, dass auf den Rufbereitschaft ein Spätdienst folgt. Das heißt, eine Pause, eine vorgeschriebene Pause ist möglich. Bei uns läuft es aber dann auch noch so, wenn jemand tatsächlich in der Nacht im Rufdienst arbeiten muss und er kann nach den 5,5 Stunden der gesetzlichen Pause nicht arbeiten, weil er immer noch müde ist, dann kommt er halt, er kommt erst, wenn er wirklich ausgeschlafen ist, weil ich kann dann nur einen ausgeschlafenen Mitarbeiter in der Abteilung brauchen. Genauso wird es bei den Ärzten gehandhabt. Das finde ich sehr vernünftig. Und wie gesagt, schon mehrfach angesprochen, die Aufbereitung ist seit 2,5 Jahren der AMP unterstellt. Dort liegt auch die Personalverantwortung. Ja. Okay, dann stelle ich noch die Dienstzeiten vor, die wir uns so in den letzten Jahren erarbeitet haben und mit denen wir relativ gut zurechtkommen, um diesen ganzen Arbeitsaufwand zu bewältigen. Der Empfang ist mit 2 Mitarbeitern besetzt, die von 7.30 Uhr bis 15.42 Uhr offizielle Zeit ihren Dienst tun. Geöffnet ist der Empfang ab ca. 7.45 Uhr. Telefonisch erreichbar ist er ab 8.30 Uhr, damit in der Früh die ersten ambulanten Patienten auch ungestört aufgenommen werden können. Und ab 8.30 Uhr ist eben dann der Empfang auch von außen telefonisch für Terminierung von anderen Untersuchungen zu erreichen. Ein Mitarbeiter kommt zum Frühdienst, der beginnt um 6.48 Uhr bis 15 Uhr. Dessen Aufgabe ist es, den Notfallraum und gegebenenfalls auch den Notfallturm abzurüsten, die über Nacht für Rufdiensteinsätze bereitstehen, sodass in der Früh sämtliche Flüssigkeiten, die irgendwo in den Räumen verteilt sind, entfernt sind und auch und sich jeder sicher sein kann, dass es morgens alles frisch zubereitet wurde. Auch obwohl es beschriftet wird, aber dann ist es mit Sicherheit alles weg. Also das ist Sache des Frühdienstes. Der wirft auch ein Auge auf das tägliche Programm, druckt das Programm aus und bereitet schon mal die ersten 3-4 Endoskope pro Untersuchungsraum vor. Wir haben da geschlossene Endoskopwägen, in die diese Endoskope dann eingelegt werden und dann eben auch hygienisch einwandfrei entnommen werden können, sodass bei den ersten Untersuchungen nicht mehrere Mitarbeiter vor den Trockenschränken sich horten und sich um die Endoskope dann fast streiten müssen oder wer als erstes rankommt. Das heißt, die Untersuchungen können in der Früh ganz entspannt loslegen und tagsüber verteilt sich das ja dann etwas. Der normale Tagdienst geht auch bis 15.42 Uhr. Wir haben noch 2 lange Dienste, die bis 16.45 Uhr oder teilweise auch 3 lange Dienste bis 16.45 Uhr laufen, damit wir gewisse Überhänge in den Räumen noch abfangen können, wenn Untersuchungen länger dauern. Dafür geht ein Mitarbeiter dann um 14 Uhr nach Hause, sodass wir diese langen Dienste entweder mit kurzen Diensten oder mit freien Tagen dann wieder ausgleichen können. Und der Spätdienst, da hat der Herr Hofner schon was dazu gesagt, übernimmt auch noch eventuelle Notfalluntersuchungen nach Raumschluss, sodass der Rufdienst nicht unmittelbar nach Beendigung seiner Arbeitszeit wieder einrücken muss, sondern eben dann auch noch eine bestimmte Pause dann hat. Und die Rufbereitschaft ist werktags offiziell von 15.42 Uhr bis 7.30 Uhr, wobei es durch den Spätdienst, der Beginn etwas nach hinten verlagert wird und am Wochenende läuft die Rufbereitschaft über 24 Stunden. So, noch zu den Betriebszeiten der Endoskopie in Rosenheim. Wie bekannt jetzt, wir haben 4 Räume.
Von den 4 Räumen laufen 3 Räume am Montag, am Mittwoch, am Donnerstag von 8 Uhr bis 15.30 Uhr. Ein Raum läuft von 8 Uhr bis 16.30 Uhr. Am Dienstag und Freitag, das sind auch unsere Narkosetage, da haben wir die Anästhesie zu Gast, hauptsächlich in der Pulmologie, aber auch in der Gastroenterologie. Da haben wir 2 Räume, die bis 15.30 Uhr laufen und 2 Räume bis um 16.30 Uhr. 18 Uhr entspricht dem Untersuchungsbeginn, zugegebenermaßen oftmals schwierig einzuhalten. 15.30 Uhr und 16.30 Uhr soll das geplante Untersuchungsende abbilden. In unserem Ressourcen- und Planungskalender sind für Untersuchungen individuelle Zeiten hinterlegt, mit denen wir unser Tagesprogramm planen. Diese Zeiten sind von Hand individuell anpassbar, wenn wir wissen, dass spezielle Interventionen zum Beispiel bei einer Gastroskopie dazukommen oder bei einer Koloskopie sehr viele Polypen vorhanden sind oder wenn eine ESD geplant ist und unser Chef schon sagt, das ist sehr schwierig, das wird länger dauern. Meist kommen wir damit sehr gut zurecht, aber wie Sie alle wissen, in dem Auditorium wahrscheinlich, dass es hier auch ab und zu doch Ausreißer gibt. Deswegen ist eine hohe Mitarbeiterzufriedenheit wichtig, dann kann man sowas auch mal abfangen. Genau, gut. Ja, und wie entwickeln wir uns weiter? Wie sprechen wir miteinander? Sie können sich vorstellen, dass das bei den ganzen Anforderungen, die da anstehen, es nicht ohne Gespräche ablaufen kann. Früher war es ehrlich gesagt immer etwas schwierig, sich durchzusetzen mit Teambesprechungen und so weiter. Wir konnten es aber erreichen, jetzt wirklich eine feste Kommunikationsstruktur zu erarbeiten. Und zwar haben wir monatliche Besprechungen mit unserer Pflegedirektion, also mit unserem Bereichsleiter. Dann haben wir eine Leitungsbesprechung zwischen Chef und leitenden Oberarzt und der Endoskopieleitung. Und wir haben eine interdisziplinäre Teambesprechung mit allen gastroenterologischen Untersuchern und allen Assistenzkräften oder MFAs aus dem Empfang, um anstehende Probleme zu besprechen. Wir haben wöchentlich eine Teambesprechung von ca. 45 Minuten und täglich kurze Besprechungen, wo es also um den Tagesablauf geht und um aktuelle Erneuerungen. Und mein Eindruck ist so, dass wir da auf einem relativ guten Weg sind. Es gehen immer noch Informationen verloren, aber das, was wir jetzt haben, dient der erhöhten Patientensicherheit und Patientenzufriedenheit, weil die Patienten auch den Eindruck haben, dass jeder aus dem gleichen Munde spricht und natürlich auch einer erhöhten Mitarbeiterzufriedenheit. Ja, das war's zur Endoskopie in Rosenheim. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wollte schon sagen, Sie haben alle unsere Kontaktdaten. Wenn Sie Fragen zu unserer Organisation haben, wenn Sie es mal sehen wollen, melden Sie sich, kontaktieren Sie uns. Wir sind da für alles bereit und öffnen uns gerne nach außen. Ja, vielen Dank, Frau Christen, herzlichen Dank, Herr Obner. Wir haben eine ganze Menge Fragen aus dem Chat bekommen. Ich denke, wir gliedern sie in zwei Blöcke. Einmal Fragen, die zur Aufbereitung gehören und die anderen Fragen, die zu den Untersuchungen und zum anderen Arbeitsablauf gehören. Ich denke, ich lese mal die Frage vor, die am komplexesten ist vielleicht zu beantworten. Wie muss man sich das Konzept vorstellen, die Aufbereitung zentral in der ANP durchzuführen zu lassen, ohne die Aufbereitung komplett abzugeben? Und was sind die Beweggründe dafür? Also wir haben die Aufbereitung in der Endoskopie, also das in den Räumen in der Endoskopie, weil es logistisch sehr aufwendig ist, die zu transportieren. Und ich denke auch, dass man einen hohen Endoskopbedarf hat. Der Grund damals war, das zu verändern, war, dass wenn sich Leute aus der fachausgebildete Leute aus der AMP mit der Aufbereitung befassen, haben sie nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit auf diese
auf diese Dinge der Reinigung, weil sie sich den ganzen Tag damit beschäftigen. Und das Endoskopie-Fachpersonal hat viele Dinge im Kopf am Tag. Wir hatten früher eine Person, die fest hinten in der Aufbereitung war, und die hat es sehr ordentlich gemacht. Wenn die dann Urlaub hatte oder wenn sie krank war, mussten dann Leute aus dem Team raus, es hat die Routine gefehlt. Das waren damals die Beweggründe. Und man muss auch sagen, diese ganzen Audits, diese ganzen Ablauforganisationen, die die AIMP betrifft, die haben so einen ganzen eigenen Charakter. Und wie soll ich es beschreiben? Die Leute, die das machen, die sind da drin. Die arbeiten tagtäglich damit und das merken wir auch. Den einzigen Unterschied und den Nachteil, den ich dabei sehe, ist, dass diese Leute, die unsere Geräte aufbereiten, da dauert es sehr lange, bis sie Verständnis haben, wie so ein Endoskop funktioniert, weil sie damit nicht arbeiten. Das ist andersrum viel schneller. Also Frau Christen, Marion, hast du noch was dazu? Ja, es ist im Grunde, also die Entscheidung war in die, dass es zentral bei einigen wenigen dann liegt. Geht es vielleicht auch ein Stück weit um die Qualifikationen. Es muss nicht jeder, der in der AMP arbeitet, eine Pflege-, OTA- oder MFA-Ausbildung haben. Also da geht schon auch so ein bisschen um die Personalpolitik auch. Geht auch um Kosten, ist durchaus auch eine Überlegung wert. Aber wie gesagt, wir haben es bisher nicht bereut. Darf ich nochmal nachfragen? Physikalisch wird aufbereitet in der Endoskopie. Genau. Wir Leute, die aufbereiten, disziplinarisch zur Endoskopie oder gehören die zur AMP? Zur AMP. Aha. Und wie sind die dann zeitlich verfügbar? Sind die 24 Stunden verfügbar oder gibt es eine bestimmte Zeit, wo sie verfügbar sind? Die beginnen um 8 Uhr und hören auf um 17.30 Uhr, halb 6, gell? Genau. Und am Wochenende stehen sie uns für 4 Stunden zur Verfügung. Hm. Aha. Und wie machen sie es dann in der Rufbereitschaft? Wie bereiten sie da auf? In der Rufbereitschaft werden die Endoskope von den Endoskopie-Assistenzkräften vorgereinigt. Auch hier wissen wir, dass das nicht letzter Stand der Dinge ist und dass es hier noch um diese Liegezeiten nach der manuellen Bürstenreinigung geht. Und da wird man sich gesondert nochmal befassen müssen, ob man hier, wie man das regelt. Also in der Pulmonologie kann man sich vorstellen, dass man einmal Bronchoskope nimmt. Wie man es in der Gastroenterologie macht, da weiß ich es ehrlich gesagt noch nicht. Oder ob es dann eine Rufbereitschaft gibt für die ZSVA, weiß ich auch nicht. Also da sind noch viele Dinge offen und wie man weiß, wird ja jetzt gerade an einer neuen Empfehlung für die Aufbereitung der Endoskope gearbeitet. Da werden wir uns überraschen lassen müssen. Ja. Aber einfacher wird es nicht. Ja, hier ist vielleicht noch eine ganz interessante Frage reingekommen, das Ganze einzuordnen. Wie viele Endoskope werden denn bei Also pro Tag, wir machen in der Abteilung ungefähr, sage ich mal, 40 Untersuchungen, weil 40 Geräte, weil manche Untersuchungen 2 Geräte brauchen. Dann kommen aber bei uns in der Endoskopieabteilung noch die ganzen US-Zystoskope und auch Geräte aus anderen Kliniken noch zur Reinigung, die Bronchoskope von der Intensivstation. Also das kann schon mal locker über 50 Geräte werden am Tag. Hm. Da schließt sich noch eine andere Frage an. Sind die Untersuchungsräume getrennt nach dem Untersuchungsgebiet? Also haben Sie für Gastro einen Raum und Koloskopie einen Raum? Wenn Sie sagen, Sie haben bei einem Patienten dann gleich 2 Endoskope, ist das wahrscheinlich ausgeschlossen? Oder wie ist das bei Ihnen geregelt? Wir haben keine getrennten Räume. Wir haben 4 Untersuchungsräume, 3 werden hauptsächlich gastroenterologisch genutzt und es kann in jedem Raum alles gemacht werden. Okay. Also wir fahren jetzt keinen Patienten nach einer Gastroskopie zur Koloskopie in einen anderen Raum. Dann haben wir noch einen Fragenblock, der sich auf die Untersuchung und den darumliegenden Workflow selber bezieht. Eine Frage, wer klärt die Patienten auf und später, wer kontrolliert die Blutwerte der Patienten? Wir haben eine Checkliste. Wir kontrollieren fort und nach der Checkliste fragen wir nochmal ab, um besondere Erkrankungen, Allergien, schauen, ob die
Einverständniserklärung unterschrieben ist, was sind eigentlich Dinge, die letztendlich der Verantwortung des Arztes unterliegen, aber aus Sicherheitsgründen wir selber nochmal abfragen vor der Untersuchung. Meistens sitzt der Untersucher sowieso daneben und hört das alles mit. Das braucht 2 Minuten und so ist es bei uns geregelt. Also in erster Linie wird geschaut, im Aufwachraum wird der Patient entgegengenommen von der Station und da wird mal geschaut, ist die Checkliste für die endoskopische Untersuchung ausgefüllt. Und der Rest erfolgt im Untersuchungsraum, weil das ja unter der Verschwiegenheitspflicht fällt und man das nicht im Aufwachraum, weil ja andere Patienten liegen, abfragen kann. Aber was, glaube ich, mit der Frage gemeint war, war die Patientenaufklärung. Und die ist ja Sache des Arztes, die Aufklärungsbögen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Ja, 2 Fragen. Also die Aufklärung macht der Arzt und dann machen Sie aber nochmal den Check, bevor die Untersuchung dann stattfindet. Genau, also es ist nochmal Aufgabe der Pflege auf Station abzuchecken, ob die Aufklärung da ist, ob die unterschrieben ist. Die Pflege klärt aber nicht auf. Und dann ist es eben so, dass es im Grunde immer Sache des Arztes ist, dass die Aufklärung rechtzeitig und vollständig erfolgt ist. Und auch die Laborwerte sind auf dieser, also es gibt eine Checkliste, die von Station zur Endoskopie wandert, ne, wo nach der Aufklärung gefragt wird und wo auch nach den Laborwerten beziehungsweise Antikoagulantien und so weiter gefragt wird. Und das sind Dinge, die der Stationsarzt ausfüllen muss und unterschreiben muss. Und das sind wir sehr strikt in letzter Zeit. Gut. Dann müssen wir an der Stelle abbrechen. Ja. Wir haben noch mehr Fragen. Wir blenden ganz am Schluss auch nochmal Ihre Kontaktdaten ein, dass die Kollegen auch hier die Fragen direkt an Sie stellen können. Gerne. Okay. Dann gebe ich jetzt über an die Antje Hartwig. Antje Hartwig hat ja das Thema, wie bereite ich mich vor aufs Audit? Wie bereite ich mich vor, wenn das Gesundheitsamt anruft und sagt, ich komme in 3 Wochen und mache eine Begehung? Da schalte ich auch mal die Präsentation ein. Liebe Kollegen, ich begrüße Sie zur Präsentation Fit fürs Audit, Vorbereitung auf die Begehung Ihrer Endoskopie. Wenn Sie das Wort Audit lesen oder ich das Wort Audit lese, fallen mir unter anderem Begrifflichkeiten ein wie Zertifizierung, wie benannte Stellen oder auch externe Auditoren. Und Sie wissen dann ganz genau, dass die Zeit am heutigen Nachmittag dafür nicht ausreichen würde. Wenn ich jetzt aber lese Begehungen, da fallen mir Land rauf, Land runter, unsere Gesundheitsämter ein, die durch das Gesundheitsministerium beauftragt worden sind, im Geltungsbereich, unter anderem Geltungsbereich, Aufbereitung von Medizinprodukten in Deutschland zu überwachen. Jetzt haben wir aber mindestens 17 Gesundheitsämter, die in Deutschland arbeiten. Und die genaue Liste könnte man zum Beispiel einlesen auf der Internetseite der DGSV. Ich möchte deshalb heute Nachmittag beispielhaft das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, was liebevoll LAGESO genannt wird, als Beispiel nehmen und die Inhalte für eine Begehung eben halt zu erläutern. Paragraphen 26 aus dem Medizinproduktegesetz und weiß damit, welche Anforderungen an so eine Durchführung der Überwachung gestellt werden. Wir bleiben also, wie gesagt, heute Nachmittag im Bereich der Aufbereitung von Medizinprodukten, insbesondere der flexiblen Endoskope. Das LAGESO wird Ihre Endoskopieeinheit entweder unangemeldet aufsuchen, weil es eine außerordentliche Meldung gab, was wir alle nicht hoffen wollen, und die Begehung findet routinemäßig statt, dann kommt das LAGESO angemeldet und Sie erhalten vorher eine Einladung mit einem Termin. Das LAGESO wird an diesem Tag auf der Grundlage der derzeitigen rechtlich relevanten Anforderungen die Begehung durchführen und auch danach die Fragen auswählen und die Auswertung nehmen von Ist und Soll. Im Vordergrund steht dabei für uns alle noch, Gott sei Dank, unsere Medizinprodukte-Betreiberverordnung, die wir aufgrund vieler Änderungen im Umfeld der rechtlichen Anforderungen noch behalten haben. Und da ganz speziell der Paragraph 8 eben teilt. Und in dem Paragraphen 8 werden
für uns schon, sage ich mal, aufgrund vieler Kernaussagen schon die Kennzahlen genannt für unser Qualitätsmanagementsystem, woran wir uns auch mit der Vorbereitung langhangeln können. Also ein gewisser Leitfaden schon vorhanden ist. Besonders wichtig sind natürlich solche Sachen wie Herstellerangaben beachten, aufbereiten mit validierten Prozessen bis hin zum qualifizierten Personal. Diese können bei der Vorbereitung der Begehung natürlich sehr hilfreich sein. Insbesondere möchte ich aber auf diesen Absatz 2 des Paragraphen 8 hinweisen, auf die gemeinsame Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention am Robert-Koch-Institut, welches mit dem Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte ja gemeinsam diese Empfehlung geschrieben hat, die Anforderungen an die Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten. Und da wird auch die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen sehr gut beschrieben und dient uns fast als, sag ich mal, Aufbereitungsfibel in Deutschland. Um den Titel abzukürzen, nennen wir sie als Grinko 2012. Auch sehr liebevoller Spitzname sozusagen. Aber wir behalten die Medizinproduktebetreiberverordnung, die Grinko 2012 und zusätzlich aber auch immer noch die Grinko 2002, wo die baulichen, funktionellen und operativen Ausstattungen genannt werden und beschrieben werden, im Auge. Diese Unterlagen können wir kostenneutral aus dem Internet herunterladen und sind damit, sag ich mal, auch, wenn wir sie gelesen haben, können wir uns damit umfänglich auf eine Begehung vorbereiten. Soweit die Theorie. Ich muss nebenbei. Wenn wir jetzt aber in die Praxis gehen, ist es ganz toll wichtig, dass wir dabei nicht unseren gesamten Prozess aus den Augen verlieren. Dieser besteht nämlich aus vielen Teilprozessen, was hier einmal in unserem Kreislauf, das war der falsche Zeiger, das ist hier im Kreislauf noch einmal gezeigt, von der Untersuchung über Transportwege, die Aufbereitung, die Vorreinigung, Lagerung und so weiter. Diese Teilprozesse gehören zu diesem Gesamtprozess und die Aufbereitung als solches bildet nur einen Teilprozess. Jetzt müssen wir darauf achten, dass wenn sich im Gesamtprozess oder auch in diesen Teilprozessen an irgendwelchen Stellen sich die Verantwortungen teilen, zum Beispiel Endoskopie, Transport, AEMP, dann müssen wir darauf achten, dass wir Schnittstellenbeschreibungen haben, wo schriftlich wirklich festgelegt ist, wer für welche Sachen zuständig ist, verantwortlich ist. Und die betroffenen Stellen müssen in dieser Schnittstellenbeschreibung dann auch alle unterzeichnen. Nach dieser Regelung der Verantwortlichkeiten wird das Lageso garantiert fragen. Weiter ist dann natürlich sehr wichtig. Eine nächste Frage könnte nämlich lauten, zeigen Sie uns doch bitte Ihre internen QM-Dokumente und Unterlagen. Dann ist es wirklich wichtig, darauf zu achten, in der Vorbereitungszeit sich die Unterlagen nochmal anzuschauen, dass diese wirklich auf dem aktuellen Stand sind, auch vom Datum her. Kontrollieren Sie in den Arbeitsräumen zum Beispiel Ihre Aushänge, nicht nur auf das Datum, sondern gucken Sie auch, dass Sie keine unlaminierten, eingerissenen Blätter oder Poster mit Pflaster einfach an die Wand geklebt haben. Das macht auf das Lageso keinen guten Eindruck und wird sicherlich in der Mängelliste dann auftauchen. Wir erinnern uns noch kurz an diese vier Absätze Medizinprodukte-Betreiberverordnung. Diese Unterlagen sind natürlich auch bereit zu halten. Sie brauchen zu Ihren Medizinprodukten, die sich in Ihrem Kreislauf bewegen, von allen Medizinprodukten die Herstellerangaben. Nicht nur zu den flexiblen Endoskopen, auch zum Zusatzinstrumentarium, Zubehör, zu den Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, RDGEs, dann Lagerungsschränke eventuell oder auch die ganze Prozesschemikalien gehören dazu. Dann brauchen wir zur Vorlage, wenn danach gefragt wird, die Validierungsberichte. Da
Darauf ist zu achten bei den Validierungsberichten, dass wirklich der Vorgesetzte auch unterschrieben hat und diesen Validierungsbericht somit auch freigegeben hat. Weitere Unterlagen sind dann natürlich auch die Wartungs- und Serviceprotokolle, Prüfprotokolle vom E-Check. Dann brauchen wir den Nachweis der Personalqualifikation, Schulungsplan und ganz wichtig natürlich auch die Prüfprotokolle der Mikrobiologie zu den Routineprüfen der Endoskope, Wasserqualität oder auch Umgebungsuntersuchungen. Jetzt ist es natürlich an der Zeit, dass wir unsere Aufbereitung als solches selber begehen. Und wir müssen schauen, dass wir einen geeigneten Aufbereitungsraum finden. Es können natürlich mehrere Räume sein, aber diese Einraumlösung ist, erlaubt. Wir müssen nur schauen, wenn wir beengten Raum haben, dass wir diese Räumlichkeiten dann wirklich auch unterteilen können in unreine und reine Bereiche oder sogar auch unreine Zonen und reine Zonen. Ganz wichtig ist natürlich, darauf zu achten, dass wir eine ausreichende Raumlüftung haben. Wenn noch gar kein RDG vorhanden ist, vielleicht, dass der Platz aber dafür da wäre, später eins anzuschaffen. Dann dürfen wir nicht vergessen, die Wege für Transportwege, aber auch Lagerraum, dass sich die Wege nicht kreuzen, dass wir einen florierenden Materialfluss haben und da nicht vielleicht schon ein aufbereitetes, desinfiziertes Endoskop wieder rekontaminiert werden könnte. Diese geeigneten Arbeitsräume, die Anforderungen an den Arbeitsräumen können wir in der Vorbereitung nochmal nachlesen. Da gibt es eine Anlage 5 in der Krinko 2012. Zusätzlich gibt es dann auch, wie gesagt, die Krinko 2002 mit den Anforderungen an die baulich-funktionelle Gestaltung und apparative Ausstattung. Oder auch, wir können nachlesen in der Empfehlung vom Fachausschuss Hygiene, Bau und Technik der DGSV und Teil 7. Bei der geeigneten Ausstattung ist darauf zu achten, dass diverse Utensilien und Inventar vorhanden ist. Ich habe jetzt hier aus der Leitlinie manuelle Reinigung und Desinfektion die Grafik herausgenommen, als Beispiel jedoch nur. Jetzt muss ich natürlich diese Nassstrecke mir nicht immer als Ganzes in einer Linie vorstellen, sondern ich kann sie in U-Form bauen, ich kann parallel gegenüber arbeiten, je nachdem, wie jetzt meine Raumaufteilung ist, wie groß mein Raum ist. Ich sollte nur darauf achten, dass wirklich von der Ausstattung her Arbeitsflächen vorhanden sind, auch noch vor dem Reinigungsbecken, wo die Bürstenreinigung stattfindet, dass man sehr gut vielleicht Endoskope sicher zwischenlagern kann, weil man nicht direkt Zeit hat, die Aufbereitung zu beginnen. Oder auf jeden Fall einen trockenen Arbeitsplatz, eine Arbeitsfläche schafft, um den trockenen Dichtheitstest zum Beispiel durchzuführen. Dann haben wir, brauchen wir ein Becken, einen Behälter neben dem Reinigungsbecken, wo wir die Reinigungslösung abspülen können, so wie die Krinko das von uns verlangt, bevor wir weiterarbeiten in die manuelle Desinfektion oder natürlich bevorzugt in die maschinelle Reinigung und Desinfektion. Weitere Utensilien sind natürlich, wo wir dann darauf achten müssen, nicht nur ausreichend Arbeitsflächen oder auch die Becken und Wannen vorhalten, sondern wir haben VE-Wasserdruckpistolen oder Luftdruckpistolen mit medizinischer Druckluft, die sollten vorgehalten werden. Vielleicht auch noch, später rede ich noch mal über das Ausfallkonzept, dass vielleicht auch an dem Wasserhahn, wo die Schlussspülung manuell auch erfolgen kann, dass dort dann auch mal dran gedacht wird, schon einen Endfilter anzubauen, falls ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät ausfällt. Dann brauchen wir gute Beleuchtung, nicht nur auf der unreinen Seite, sondern auch auf der reinen Seite. Wichtig, Lichtlupenlampen nach der Aufbereitung, dass man die Distalenden gut beurteilen kann, dass die Luft-Wasser-Ventile, die Klappen unten, dass sich da
nichts verhakt hat an Flusen oder noch irgendwelche restlichen Sachen. Also die Reinigung muss damit sehr gut beurteilbar sein. Dann auch Zeitmesser für Einwirkzeiten, dann die richtigen Bürsten für die richtigen Kanäle, für die richtigen Endoskope, die Dichtheitstester, dass das auch, wenn ich mehrere Hersteller habe an Endoskopen, dass ich die geeigneten, von dem Hersteller bereitgestellten Utensilien benutze zu den Endoskopen und nicht firmenübergreifend arbeite. Den Spritzschutz für den Reinigungsplatz, da haben wir manchmal die auch unterschiedliche Aussagen, weil wir, wie gesagt, ja diese 17 Bundesgesundheitsämter haben, die arbeiten und sie legen es manchmal unterschiedlich aus. Ich sage jetzt mal, einer möchte sie links haben, einer möchte rechts haben. Da muss man mit den Behörden sehr gut zusammenarbeiten. Was dann noch wichtig ist in der Ausstattung, dass man dran denken sollte, das ist hier in der Grafik nicht dargestellt, dass man an ein separates Handwaschbecken für die Personalhygiene denken muss, dass man, genau, das ist hier mal im linken Bild dargestellt. Dann, wie gesagt, die Größe und Anzahl der Becken ist wichtig, wobei es keine festgeschriebenen Größen gibt. Man muss schauen, welche Endoskope man in der Aufbereitung hat. So eine Faustregel oder Erfahrungswerte kann man natürlich mitgeben, dass so ein Becken mindestens 60 cm breit und mindestens 15 cm tief ist und von der Füllhöhe mindestens 25 cm. Dann natürlich auch solche Geschichten in die Hygiene weiterblicken, Abwürfe und Abfallsammler, dass da ein Deckel vorhanden ist. Und natürlich, wie gesagt, für das Personal nochmal ganz wichtig, gerade jetzt Händedesinfektion und Handwaschlosen und die Pflege der Hände fürs Personal. Danach wird das Lageso schauen, wobei ich habe jetzt hier nochmal Beispiele gebracht für die Reinigungsbecken, wie die ausschauen könnten. Es ist nicht vorgeschrieben, ob es quadratisch ist oder lange Becken sind, je nachdem, wie man arbeiten kann. Wichtig wäre nur daran zu denken, wenn jetzt der Aufbereitungsraum kein Fenster hat, wo man vielleicht Fliegengase vorbringen kann, dass man ausreichend lüften kann. Wichtig für unseren Reinigungsarbeitsplatz und Desinfektion, falls wir da mal manuell gegebenenfalls desinfizieren müssen, ist so ein Abzug über den Becken, dass wir uns selber als Aufbereiter, als Mitarbeiter dort schützen können und nicht die Aerosole ungehindert einatmen den ganzen Tag. Das kann man erkennen über den Becken mit diesen Schlitzen, einmal quer und auf der anderen Seite auch hochkant. Also wie gesagt, da muss man schauen, wie viel Platz man hat, welchen Platz man zur Verfügung hat, welche Becken man dort aussucht. Die weitere Sache ist dann, wenn ich den geeigneten Raum habe, die geeignete Ausstattung, dann muss ich natürlich gucken, dass ich den geeigneten Gerätepark zusammenstelle für die bevorzugt maschinelle Aufbereitung. Da muss ich dann schauen, dass ich ein Reinigungs- und Desinfektionsgerät für Endoskope anschaffe, was gemäß der DIN EN ISO 15883 Teil 4 arbeitet. Es dürfen aber auch Desinfektionsgeräte noch angewendet werden für den teilmaschinellen Prozess. Und dann gehören auch zu dem geeigneten Gerätepark. Hier ein Beispiel, noch zwei Beispiele, wie sowas aussehen kann. Einmal als Durchladungsgeräte oder eben halt als Toplader oder auch die Frontlader. Wenn bei den Frontladern und in der Einraumlösung muss man natürlich ganz gezielt die Verfahrensanweisungen schreiben und Standardarbeitsanweisungen und diszipliniert arbeiten. Da wird das Lageso dann auch nachfragen, wie man solche Sachen dann regelt, wenn man ein Endoskop vorne im Frontlader benutzt, reingibt und dann nachher nach Prozessende wieder sauber desinfiziert entnehmen möchte. Weiter gehören zum geeigneten Gerätepark heutzutage mitunter schon die Lagerungsschränke. Und wenn ich diese aussuche, müssen die auch einer Norm entsprechen. Das ist die 16442.
Da wird dann auch validiert. In diesem Fall braucht man der Kringo insofern nicht Folge leisten, weil mit der hängenden Lagerung, weil in diesen Schränken werden, wie gesagt, die Endoskope permanent durchströmt mit sauberer, erwärmter Luft. Aber das Lagesu darf auch kein, sag ich mal, Abstriche machen oder keinen Mangel formulieren, wenn so ein Lagerungsschrank noch nicht vorhanden ist. Wir müssen auf jeden Fall die Mindestanforderung erfüllen bei so einer Begehung. Und das heißt, wenn Endoskope aufbewahrt und gelagert werden, dann müssen sie wirklich trocken sein. Sie sollten hängen und staubgeschützt gelagert werden. Dann ist noch ein weiterer Punkt, der interessiert, wonach gefragt wird, dass man wirklich auch die richtigen Prozesschemikalien hat für die manuellen Verfahren, für die maschinellen Verfahren. Unterstützung bietet dabei, auch im Wirkungsbereich auszuwählen, unsere VAH-Liste, also der Verbund angewandter Hygiene. Da gibt es diese Liste pro Jahr einmal heraus. Sonst gab es sie immer nur in Papierform. Jetzt gibt es sie auch im Internet. Man kann sich dort anmelden und online nachschauen und sich über die Produkte informieren, für welche Wirkungsbereiche sie zugelassen sind. Dann müssen wir natürlich gucken, geeignete Betriebsmittel, das Eingangswasser, das Trinkwasser, VE-Wasser, was, sage ich jetzt mal, nicht ausschließlich gefordert wird in der Aufbereitung. Flexible Endoskope wird jedoch empfohlen. Dann auf jeden Fall müssen wir Augenmerk legen auf das Schlussspülwasser. Und falls Reinigungs- und Desinfektionsgeräte einmal ausfallen, sollten wir auch über steril filtriertes Wasser nachdenken, dass wir das zur Verfügung haben, was man mit Endfiltern vor Wasserhähnen oder Wasserdruckpistolen oder Duschen sehr gut umsetzen kann. Wenn wir diese Sachen jetzt zusammengetragen haben, müssen wir schlussendlich, brauchen wir geeignetes Personal, die mit den Endoskopen arbeiten, die mit den Betriebsmitteln arbeiten, die mit den Reinigungs- und Desinfektionsgeräten arbeiten, die sich in Flächendesinfektion auskennen, Personalhygiene, die wissen, diese Qualifikationen erhalten, unsere Mitarbeiter, die beauftragt werden oder betraut werden mit der Aufbereitung in Sachkundelehrgängen. Wenn man einen medizinischen Beruf hat, ist es heutzutage immer noch so, dass Sachkundelehrgänge angeboten werden, auch speziell für die Endoskopie, für 40 Stunden. Sind jetzt wie im Fall Rosenheim, sage ich mal, Personal auch beauftragt ohne medizinischen Beruf, aber dort ist schon der Fachkundelehrgang 1 erfolgreich absolviert, dann brauchen diese Mitarbeiter mindestens 20 Stunden einen Ergänzungslehrgang für die Endoskopie zur Aufbereitung, flexible Endoskope zu absolvieren. Wichtig dabei ist, dass man diese Lehrgänge wirklich an anerkannten Bildungsstätten absolviert, dass man wirklich ein echtes Zertifikat als Nachweis erbringen kann und dann dem Lageso auch vorlegen kann. Jetzt haben wir ganz viele Sachen angesprochen und es ist sehr komplex, diese Aufgabe, eine Begehung vorzubereiten. Und deshalb habe ich mir erlaubt, mal ein Beispiel. Mein Beispiel heißt hier und heute Maßnahmenkatalog, könnte auch genauso gut interne Checkliste oder Aufgabenliste heißen. In die erste Spalte habe ich eingetragen die geeigneten Räume, also die Anforderungen an die Bereiche, geeignete Ausstattung, geeignete Geräte, das, was wir jetzt im Einzelnen durchgegangen sind. Und in der zweiten Spalte habe ich stichpunktartig die wichtigsten Anforderungen formuliert und eingetragen. Somit habe ich jetzt in den Spalten, in den letzten drei Spalten die Möglichkeiten, mit meinem Maßnahmenkatalog meine eigene Aufbereitung zu begehen und mich selber einzuschätzen und mit Kreuzen rauszufinden, ob ich die Anforderungen schon umgesetzt habe oder erst teilweise oder ich habe sie noch gar nicht umgesetzt oder habe irgendetwas vollkommen vergessen. Dieser Maßkatalog ist nicht sehr lang,
auf der Seite 2 geht es dann weiter mit dem Personal bis hin mit den Betriebsmitteln, geeignetes Wasser. Und dann auch schauen wir uns dabei auf der nächsten, auf der Seite noch die Verfahren an als solches. Wo findet die oder findet die Vorreinigung statt? Dann im Aufbereitungsraum selber, welchen Prozess können wir umsetzen, weil alle drei sind ja erlaubt. Im Teil A, B und C der Kringo 2012 Anlage 8 wird ja einmal die manuelle Aufbereitung beschrieben, dann die teilmaschinelle und dann die maschinelle. Dann natürlich, wie funktioniert die Trocknung? Und in manchen Fällen, wenn wir an die Urologie denken, müssen wir uns auch teilweise mit der Verpackung auseinandersetzen. Auch hier sind die Normen natürlich zu beachten. In erster Linie ist hier genannt die 11607 Teil 1. Dazu natürlich auch Herstellerangaben zu den Verpackungsmaterialien bereitstellen. Und wenn wir sterilisieren müssen, müssen wir natürlich schauen, dass wir kein Verfahren über 65 Grad wählen, weil wir ja mit thermolabilen Medizinprodukten in der Endoskopie umgehen. Also muss ich schauen, ob ich ein validiertes Verfahren dem Hersteller entsprechend eben in meinem Haus habe. Wenn ich vom Hersteller das empfohlene oder validierte Verfahren nicht in meinem Haus validiert zur Verfügung habe, muss ich mir einen Partner suchen. Dann natürlich die Lagerung. Wie passiert sie in meiner Abteilung? Trocken auf jeden Fall, staubgeschützt und wie gesagt hängend. Die Aufbewahrung, das ist die Mindestanforderung. Und mit den neuen modernen Lagerungsschränken, also man kann immer viel besser als Empfehlungen, als Normen. Man darf nur nicht schlechter sein. Dann kann man diesen Maßnahmenkatalog auch sehr gut nutzen, um noch weitere Anforderungen oder Hinweise, die man selber jetzt festgestellt hat oder sich aus diesen Unterlagen wie Betreiberverordnung, Kringo 2012 Anlage 8 oder auch die Kringo 2002 herausgearbeitet hat, mit aufschreiben und kann dann nichts vergessen und vielleicht auch im Team dran arbeiten. Dann muss man das nicht alleine tun. Und hiermit danke ich jetzt für die Aufmerksamkeit und bin auf Ihre Fragen gespannt. Vielen Dank. Ja, Frau Antjarate, ganz herzlichen Dank für diesen sehr informativen und umfassenden Vortrag. Die ersten Fragen sind hier auch schon reingekommen. Es geht direkt um die Aufbereitung. Und da ist die Frage, wie ist die Regelung für die Aufbereitung der Transportboxen? Muss bei der manuellen Desinfektion dieser Boxen eine separate Dokumentation erstellt werden? Also, egal welche Medizinprodukte oder welches Zubehör wir damit aufbereiten, ob nun maschinell oder manuell, wir brauchen eine nachvollziehbare und lückenlose Dokumentation. Mhm. Da kommt noch eine zweite Frage zu diesem Thema rein. Muss die Druckluftpistole im Steri aufbereitet werden? Ob sie im Steri aufbereitet wird oder in anderen Aufbereitungsräumen, auf jeden Fall sind die Luftdruckpistolen und die Wasserdruckluftpistolen so anzuschaffen, dass sie aufbereitbar sind. Das ist die Anforderung. Mhm. Dann ist noch eine Frage reingekommen. Sie haben ja nun eine sehr große Erfahrung in diesem Thema. Was sind dann typische, aus Ihrer Erfahrung heraus, was sind typische Fehlerquellen? Was fragen die Auditoren mit Vorliebe und wo finden Sie immer etwas? Wo finden Sie immer etwas? Ja, immer noch, wenn die Endoskopie gerade auch viel im niedergelassenen Bereich hapert, es wirklich immer noch an den Sachkundekursen, dass nicht alle, die die Aufbereitung dann in dieser Einheit durchführen, auch wirklich jeder einen Sachkundelehrgang besucht hat, erfolgreich. Das sind so die Sachen, dann oftmals auch diese Risikobewertung. Und wichtig, wie gesagt, dieses Ausfallkonzept, dass man das vorhat, wenn ein RDG ausfällt, dass man dann sagt, wir schulen unsere Mitarbeiter regelmäßig, wenn das RDG ausgefallen ist, dass jeder, der mit der Aufbereitung betraut ist, auch manuell genauso gut wie die Maschine die Endoskope manuell aufbereiten kann. Und dass man dieses manuelle Verfahren in einer Verfahrensanweisung beschrieben hat und mit den dazugehörigen
Standardarbeitsanweisung hinterlegt hat, dass jeder Mitarbeiter, wenn es dann nur mal passiert, immer die Gelegenheit hat, sich frisch zu informieren und auch nochmal nachzulesen und dass das dann genauso gut passiert. So ein Ausfallkonzept, wenn ein RDG ausfällt, manuelle Aufbereitung ist, hat Bestand. Wenn das abgeschlossen wird, dass ich mein Verfahren, mein manuelles Verfahren auch mikrobiologisch nochmal überprüfe und damit nachweise, dass dieses Verfahren Bestand hat. Ja, wir haben dann noch ein paar Fragen. Ich gucke mal auf die Zeit. Wir sind schon etwas drüber. Sie haben, wie Guido Merk anfangs schon erzählt hat, die Telefonnummern der einzelnen Referenten. Würden Sie da bitten, nochmal dann die einzelnen Referenten, falls diese Fragen hier nicht beantwortet sind, die nochmal anzuschreiben. Die stehen auf alle Fälle zur Verfügung. Guido Merk kann das nochmal auch einblenden. Genau, da sind nochmal alle Referenten mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer aufgeführt. Wir danken für die Aufmerksamkeit sowohl an die Referenten als auch an alle Teilnehmer. Ja, auch von meiner Seite nochmal herzlichen Dank an die Referenten, an die sehr, sehr interessanten Vorträge. Dankeschön, bis bald.